Es ist sehr interessant, weil ich habe mich lange mit Hengst darüber unterhalten. Ich spoilere ein bisschen, es war ganz anders. Bushido wollte immer sein wie Boba. Diese coolen Leute haben diese bunten Carlos nicht getragen. Ich sag's so, wie es ist. Und ich rede hier von den 90er und 2000er Jahren. Und deshalb haben die mich verlinkt. Dann dachte ich mir, Alter, hättet ihr mich dann... Wenn ihr nicht über mich redet, dann nimmt mich wenigstens raus. Das war ein Outfit zum Fighten. Wer das getragen, wer Carlo getragen hat, der war krass. Und wir haben das dann in Berlin sozusagen verbreitet und dann hat es in Deutschland jeder nachgemacht. Wir wollten edel und krass gleichzeitig aussehen. Deshalb haben wir die getragen. Und weil die teuer waren, die Statussymbol waren. Wir sind jetzt noch schicker als Carlo. Wir tragen Hemd, aber Marco, ja. Wir tragen Hemd, La Martina. Alter, ey, das ist krass Flashbacks, Alter, jetzt bekommen. Ist krass, ne? Ist wirklich krass. Folgendes, Leute. Es geht darum, ja, um Gangster und deutsche Bonzen. Woher der Hype um Carlo Colucci? So, wir gucken uns das aber gemeinsam an. Danach rufe ich mal Hengst an. Es geht um das Thema, woher kommt Carlo Colucci in der deutschen Rap-Szene? Und deswegen sehr interessant aus unserer Sicht, aus meiner Sicht und Hengst seiner Sicht, wie wir das gesehen haben. Ja? Es ist sehr interessant, weil ich habe mich lange mit Hengst darüber unterhalten und es sind unfassbare, krasse Details durch dieses Gespräch entstanden, die ich vergessen habe. Wir reden gleich darüber. Wir gucken uns das jetzt erstmal an, ja? Was in den USA gehypt wird, schwappt auch irgendwann nach Deutschland. Obwohl, hier war es anders. Klar, Biggie kam schon immer irgendwie an Pullis aus Australien. Aber in Deutschland gibt es ein anderes Down Under. Bayern. Ja, unsere kulturelle Außenstelle. Bruder, Lüge. Kommt aus Berlin. Bruder, alles was krass ist, kommt aus Berlin. Aus dem oberfränkischen Herrieden kommt eine Fashion-Brand, die Kuji zum Verwechseln ähnlich sieht. Kasimir trägt Carlo, Jesus, Said sowieso, Xatar auch und Flair hat's erfunden. Also, Retalk, er hat's erfunden. Er war ja auch wieder Sprüher, Bruder. Das heißt, passt schon, dass es da bei ihm vielleicht aus der Ecke kommt. Ich glaube, die haben es aber auch adoptiert von den Jungs so von damals aus Kreuzberg, Neukölln. Weißt du, die haben es ja auch gesehen. Hey, Bruder, die haben das von der Straße, das kommt von der Straße, Bruder. Vor ihm gab's niemanden, der über Carlos gerappt hat. Also nochmal. Was haben Strickpullis eines fränkischen Familienunternehmens mit Rap zu tun? Erstmal gar nichts. Ein Typ namens Theodor Nergelein hat in der Nachkriegszeit angefangen, Unterwäsche und Strickmode für Damen herzustellen. Theodor came a long way. Ende der 70er ist sein Sohn Willem ins Geschäft eingestiegen. Seine Idee? Mode mit italienischem Flair, made in Germany. Die Deutschen hatten nämlich seit den 50ern einen heftigen Italien-Fimmel. Um 1960 ging jeder 10. Urlaub nach Italien. Durch italienische Gastarbeiter lernten die Deutschen Spaghetti und Pizza kennen und auch die Mode schwappte herüber. Capriosen, Lido-Kragen und bunter Strick. Die neue Marke der Firma Nägelein. Carlo Colucci. Der italienische Name kam angeblich aus dem Telefonbuch. So simpel kann's laufen, Alter. Also, falls jemand einen Markennamen braucht, ich habe auch nochmal einen exzentrischen Nachnamen abzugeben. Es war halt voll wichtig, dass das sich dann irgendwie italienisch anhört, also wenn du Mode machst, Bruder. Mit mediterranem Marketing und passendem Slogan traf Carlo Colucci den Zeitgeist und wurde zur angesehenen Luxusmarke. Du weißt, Bruder, Slogan traf Carlo Colucci den Zeitgeist, die am Wochenende Golf spielen gehen, exklusiv und elitär halt. Aber ihr könnt euch schon denken, auffällige Kleidung lockt auffällige Menschen an. Zum Beispiel Berliner Sprüher. Jeder Pullover ist ja sowieso ein Stück Kunst immer, ne? So. Vor allem, du hast die Farbflecken nicht gesehen, wenn du mal geklickert hast. Das ist der Vorteil auf jeden Fall. Ja, die haben auch einen F*** darauf gegeben, Bruder. Die Dinger sahen aus wie Scheiße danach, ja. Lauter Flecken drauf. Und die ersten Carlos, die ich auch bekommen habe, hatten alle eigentlich am Handgelenk ein Loch. Diese Magneten waren doch da drin, ja. Manchmal hat man auch darauf geguckt, ob dann wirklich gekauft wurde, weißt du, oder ob man gezockt hat oder so. Die Uniform, Air Max, Levi's 501, Lederjacke, vielleicht ein Messer und Colucci. Komm. So, hört euch das mal an. Der ist sehr interessant. Ja, nochmal. Air Max, Levi's 501, Lederjacke, vielleicht ein Messer und Colucci. Also Levi's 501, Air Max, Lederjacke und ein Carlucci. Kann man zustimmen, passt. Ist der Look. Merkt euch das. Merkt euch das. Ich spoilere ein bisschen, es war ganz anders. Es war ja meistens so Sachen, die du beim Herrenausstatter bekommen hast. Zu dritt, zu viert reingegangen, man musste ein bisschen ablenken und so.
In diesem Umfeld ist die erste Generation deutscher Straßenrapper groß geworden. Und für Flair und Bushido zählten deshalb im Leben nur drei Dinge. Auch der Name ist krass einfach, Digga. Da musst du erstmal drauf kommen, Digga. Was brauchst du im Leben, Digga? Carlo Koks Nutten. So nannten sie auch ihr gemeinsames Album. Sogar das Logo war Colucci nachempfunden. Halt mit Butterfly statt Icarus. Deutscher Gangster-Rapper. Also, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Hier wurde gesagt, wie der Hype Carlo Colucci nach Deutschland kam. Coogee ist ja sozusagen das Original, was in Amerika getragen worden ist oder weltweit. Und Carlo Colucci ist sozusagen der Abklatsch von Coogee. Ja, der billige Abklatsch von Coogee, was sozusagen wir in Deutschland oder in Europa getragen haben. Sagen wir es mal so. Ja, Frankreich. Hauptsächlich Frankreich. Ja. Weil, was auch viele nicht verstehen, wir haben früher, wir Berliner, ich rede jetzt von wir Berliner, ich weiß jetzt nicht, ob NRW auch dazu zählt, weil ganz, ganz früher hatte man nicht so einen Kontakt nach NRW oder nach dahin oder hierhin. Man war nicht vernetzt. Wir Berliner kannten uns Berliner nur, ganz einfach. Ja. Und für uns war Berlin einfach auch, es gibt nur Berlin in Deutschland. Wahrscheinlich in NRW, die Kölner haben gesagt, bei uns gibt's auch nur Köln, in Köln gibt's nur, in Deutschland gibt's nur Köln, ja, aber auch Real Talk, früher haben alle Städte in Deutschland natürlich nach Berlin geguckt, was in Berlin gerade so abgeht, und demnach sind alle Hypes, die in Berlin entstanden sind, natürlich haben sich ausgedehnt, auch in andere deutsche Städte. Und so war das dann auch mit Carlo. Wir in Berlin haben uns zu 90% unsere Styles, unsere Trends aus Frankreich abgeguckt. Das ist auch Real Talk. Alles, was in Frankreich cool war, wollten wir nach Berlin holen. Wie gesagt, ich spreche für uns Berliner. Und wir haben das dann von denen kopiert und haben hier diesen Film, was die in Frankreich dann vor 5 Jahren schon geschoben haben, haben wir in Berlin dann weitergeschoben. Ja. Und wir dachten dann, wir sind Trendsetter, aber in Frankreich war das dann schon wieder mittlerweile out. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns diese ganzen Trends aus Frankreich abgeholt. Egal, ob es musiktechnisch war, ja, Boba, Bushido, Bushido wollte immer sein wie Boba, einige andere auch natürlich, klamottentechnisch mäßig, ja, Reebok Classics, Dieselhose, Lederjacke, Carlo, auch aus Frankreich, ja, vor allem Reebok Classics. Und das Video ist sehr gut gemacht, was sie uns angeguckt haben. Aber wie gesagt, wir haben Reebok Classic getragen und Dieselhosen. Ja, keine Levi's Hosen. Levi's Hosen hatten wir in der Grundschule, ja, gehabt. In der Grundschule vielleicht noch in der 7. Klasse maximal. Aber das war es dann schon. Nach einem halben Jahr, nach einem Halbjahrszeugnis in der 7. Klasse hast du Diesel getragen. Reebok Classics, Lederjacke und Carlo Colucci. Ja. Und diese Carlo Colucci Pullover waren auch, und das ist ganz krass, dass ich im Tanks geredet habe und ich kann mich dran erinnern, diese bunten Carlos waren bei den richtigen Gangbangern von damals, war das out, war das komplett whack. Kein Ausländer hat bunte Carlos getragen. Ich meine das todernst. Wirklich. Wir haben alle so monotone Farben, schwarz-weiß Carlos oder schwarz-weiß mit ein bisschen Gold drinne oder schwarz-weiß mit ein bisschen Rot drinne. Das haben wir Südländer, ich rede von den Südländern, ja, und das ist jetzt nicht ein Fake oder gesponnen oder eine Idee, die ich hier sage, das ist Retalk. Wir Kinex haben wirklich schwarz-weiße Carlos getragen. Kontrastfarben waren da gar nicht drinne. Ja, vielleicht war da so ein Farbton drin, was so ein bisschen cool rüberkommt, aber es sollte so unauffällig wie möglich sein. Die ganzen, jetzt kommt's, ja, diese bunten Carlos haben, jetzt seid mir nicht böse, aber ich sag die Wahrheit, diese bunten Carlos haben damals, zu der damaligen Zeit, eigentlich nur, also, ich muss es anders verpacken, haben wir Kinex nicht getragen. Ja, das haben so eher diese
Opfers will ich jetzt nicht sagen, Leute. Ja, ich will jetzt nicht Opfers sagen. Wirklich, ich will das jetzt nicht sagen. Nein, das will ich nicht sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das haben auf jeden Fall, diese coolen Leute haben diese bunten Carlos nicht getragen. Ich sag's so, wie es ist. Und ich rede hier von den 90er und 2000er Jahren. Ja? Von den 90er, also Ende 90er, Anfang 2000er Jahre. Davon rede ich. Da haben die coolen Kinex definitiv keine bunten Carlos getragen. Das war out. Das war richtig weg. Man wollte nicht auffallen. Man wollte elegant aussehen, cool sein, aber trotzdem nicht wie ein Kanarienvogel rumlaufen. Und natürlich, wir hatten zum Beispiel einen, Steve, Elektro-Steve. Ja, wenn du siehst, Sticker, tut mir leid. Elektro-Steve war kein Banger. Elektro-Steve war einfach, ja, Mann, ich rede offen. Es war halt, Steve war ein sehr, 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 sehr guter Freund von uns in der Jugend. War halt ein Deutscher, der mit Ausländern gechillt hat. Und er hat diesen bunten Carlo getragen. Und wir Ausländer haben alle nicht diesen bunten getragen. Versteht ihr, was ich meine? Ubo-Hosen? Ja. Ja. Dicker, das hier. Das hier. Diese Baggy-Hosen, das kam erst später. Das kam erst später. Ich rede hier wirklich tatsächlich diese Kinect-Zeiten. So Ende der 90er, Anfang 2000. Das kam erst später. Baggy-Hosen und so kam bei uns erst später. Das war danach die Zeit. So, Hengst ruft an. So, da bist du. Dann ist hier gar nichts hier. Amena. Amena. So, wir haben uns diese kleine Doku angeguckt über Carlo Colucci, die Entstehung. Ja. Kuji, wie es dann nach Deutschland gekommen ist. Und ja. Ich habe jetzt ein bisschen mal geredet, aus ja. meiner Sicht, wie das bei uns früher war. Vielleicht könntest du dazu auch mal was beitragen und mal deine Sicht der Dinge, weil du wirst ja wahrscheinlich die Doku auch geguckt haben, mal sagen, wie es wirklich... Ich habe die auch geguckt, weil die mich verlinkt haben da. Da bin ich ja aufgegangen. Ich so, was ist denn das, Carlo Colucci? Okay, alles klar. Warum verlinken die mich? Dann habe ich mir das angeguckt, dachte ich mir so, okay, warum haben die mich verlinkt? Die haben mich nicht einmal erwähnt. Da habe ich gesehen, ah, okay, die haben ein Foto von mir genommen. Am Anfang sind da 4, 5 Typen. Das ist einmal Flair und noch ich und noch 2 andere. Weiß gar nicht, wer das war. Bushido, glaube ich, oder so. Wo es darum ging, dass die Leute abziehen. So Berliner, so bunten Pullovern. Die Anfangssequenz. Und deshalb haben die mich verlinkt. Dann dachte ich mir, Alter, hättet ihr mich dann... Wenn ihr nicht über mich redet, dann nimmt mich wenigstens raus. Redet gar nicht über mich. Weißt du, wie ich meine? Bist du da? Ja, ich bin da, richtig. Weil, also ich bin, du weißt, ich bin nicht so ein Typ, der immer sagt, ey, guck mal, das haben die alle von mir geklaut oder das haben die von mir geklaut oder dieses Image. Weil mir war scheißegal. Die anderen reden schon für mich, ich brauch das nicht sagen. Aber Bro, so, wenn du mich dann bei diesem Carlo-Thema mit einbinden willst und dass ich dich poste, so, dann red entweder über mich oder red gar nicht, aber fang nicht an, irgendwelche Bilder von mir zu nehmen. Ja. Weil was sie da auch geredet haben, war totaler Schwachsinn. Also wirklich, die, keine Ahnung, wer das recherchiert hat. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall stimmen und ein paar sind totaler Blödsinn. So. Okay, und was genau, also fangen wir mal von vorne an. Wann war unsere Carlo-Zeit? Unsere Carlo-Zeit war... Ende der 90er, ne? Nein, davor, Dicker. War schon davor. Wir hatten unsere Carlo-Zeit, wir sind noch mit Jordan 11er. Und Carlos rumgerannt, das weiß ich noch. Unter Carlo und Jordan Elva kam 95 raus. 95, 96 haben wir Carlos getragen. Mitte der 90er. Da fing ich schon mal an, die sagen Ende der 90er. Stimmt gar nicht. Ende der 90er hat angefangen, jeder das zu tragen. Anfang 2000er. Stimmt, ich habe 2000... Aber der Kult um die Marke, dass die Gangbanger das getragen haben, das war 95, 96. Stimmt. 5 Jahre davor. Und dann erst 2000, nachdem erstmal die ganzen Banger das getragen haben. Das war ja unsere TMR-Zeit, ne? TMR-Zeit? Danach kam. Ich meine ja, aber ich weiß noch. Ja, aber zur TMR-Zeit hat schon jeder Sprüher das getragen. Ja. Aber davor haben wir schon in der Siedlung Awesome, Maxi, weißt du noch? Ja. Die Zeit? Ja, Dicker, da waren wir 14, 15. Zu der Zeit haben wir schon Carlos getragen. Und zu der Zeit, wo wir das getragen haben, haben das nur richtige Gangbanger getragen.
Und 5 Jahre später haben wir erst angefangen, die Sprühe zu tragen. Okay, erklär mal richtige Gangbanger für die Leute. Also was hieß denn damals ein Carlo zu tragen? Also konnte jeder ein Carlo tragen oder nicht damals? Ja, Anfang 2000 dann konnte jeder ein Carlo tragen. Aber Mitte der 90er, wenn du Carlo getragen hast, das ist wie wenn du mit Boxhandschuhen rausgehst. Du bist ready to fight. Wenn du Carlo trägst, bist du ein krasser Typ. Das heißt, jeder, der ein Carlo hatte, entweder er sticht dich ab oder er haut dir auf die Fresse. Er hat auf jeden Fall was drauf. Wenn du den Carlo anhattest, dazu noch die richtige Hose, richtige Schuhe, richtigen Haarschnitt, Kette raus, Plättchenkette, was ich immer noch trage, was heute wieder modern ist. Das heißt, du bist jemand, der sich schlägt. Da, wo was passieren kann. Und wenn du mit diesem Carlo in einen anderen Bezirk gegangen bist, wo dich keiner kannte, da hat dich auch jeder getestet. Mhm. Das war ein Outfit zum Fighten. Wer das getragen, wer Carlo getragen hat, der war krass. Irgendwann haben die Sprüher das dann übernommen. Mhm. Ja, wo es dann so modern wurde. Wo auch schon die Gangbanger angefangen haben, weniger Carlo zu tragen, da haben die Sprüher sich getraut, Carlos zu tragen. Weil die Gangbanger hätten auch die Sprüher zusammengeschlagen. Ja. Das war Anfang 2000er. Du hättest als Sprüher Mitte der 90er hättest du nicht überlebt mit dem Carlo. Die hätten dich abgezogen. Also totaler Schwachsinn, was der da erzählt. Erst als er halb runterging, haben die Sprüher das dann getragen und dadurch wurde es Mainstream, weil das dann die Rapper getragen haben. Genau, das war ja, wo wir haben ja über Steve geredet, ne? Weißt du noch, Elektro Steve? Ja. Hätte Elektro Steve Mitte der 90er, 95, den getragen, die hatten ihn grün und blau, Alter. Der wäre nackt nach Hause gegangen. Und da wäre, ich bin der Sprüher von der. Halt die Schnauze. Was für Sprühen. Ja, und irgendwann haben sich halt die Sprüher getraut, sich das. Und darüber redet keiner. Darüber reden sie. Ja, die Sprüher haben das Fame. Nein, die Sprüher haben es nicht Fame gemacht. Die Gangbanger haben es Fame gemacht. Mitte der 90er. Und das war Carlo Colucci, Kette, Königskette oder Plättchenkette. Meistens Silber, weil Gold konnte sich keiner leisten. Und Gold war zu der Zeit auch haram, trägt keiner. Und was sie sagen, 501 hat keiner getragen, Digga. Die Sprüher haben 501 getragen. Die Gangbanger haben Dieselzettel getragen. Dieselzettel, Carlo Colucci, meistens auch Pullover in die Hose rein. Bisschen rausstellbern. Und Reebok Classics. Genau, das ist auch ganz wichtig, Leute. Das hat mir Hengst gesagt und es stimmt auch. Zu unserer Zeit haben wir die Pullover in die Hose reingemacht. Wie so ein Hemd. Das waren die Gangbanger, ne? Ja, genau. Und dann 2000er, hattest du zum Beispiel so ein Bushido gesehen? Warte mal, ganz kurz, bevor wir nach 2000 switchen. Ja. Wie sieht's denn aus mit Reebok Classic? Ich weiß noch, ich habe Reebok Classic getragen. Ja. Das war auch noch zu unserer Zeit, ne? Das war auch zu unserer Zeit. Das waren ja so eine Ballettschuhe oder keine Ahnung, aber die sind auch... Und so, genau, die hohen Reebok Classics haben wir getragen. Und dazu die Hose in die Socken. Hose in die Socken, genau. Und woher kam der ganze Trend? Ich bin der Meinung, dass in Berlin die Weddinger damit angefangen haben. Also die Weddinger definitiv Hose in den Socken. Ob der Carlo von da kam, weiß ich nicht. Aber die Weddinger hatten auf jeden Fall Hose in den Socken. Also definitiv, die waren die ersten, die Hose in den Socken hatten. Ich weiß nicht, ich könnte sagen, Weddinger waren die ersten, die Carlos getragen haben. Weil von da kam dieser Hype, ey, auch Boing gebrannt, Solarium, Dicker. So wie Bushido dann 5, 6 Jahre später rumgelaufen ist, haben die echten Gangbanger haben gesagt, was ist mit dem los, Alter? Ey, Dicker, du bist schon out. Dicker, ich war in der Oberschule immer schon permanent im Solarium. Das war wirklich, Haben wir auch Carlos getragen, Dicker. Wir haben schon vor TMR haben wir Carlos getragen. Und wir konnten es tragen, weil wir auch, ja, wir waren keine krassen Gangster, aber wir haben uns schon, wir haben uns auch nicht alles gefallen lassen. Ja, aber der eigentliche Trend mit Hosensocken und sowas, und Reebok Classic, das kam aus Frankreich. Mit Diesel-Zettel, Diesel-Sachen, auch Diesel-Jahre, kommt alles aus Frankreich. Aus den Ghettos. Und wir haben das immer kopiert. Wir waren ja immer sozusagen die Vorreiter in Deutschland mit Mode. Ne? Wir haben das aus Frankreich und wir haben das dann in Berlin sozusagen verbreitet und dann hat es in Deutschland jeder nachgemacht. Und das Ding ist, wenn du so rumgerannt bist, in den kompletten Outfit, man hat an deinem Blick gesehen, dass du keiner bist, der das tragen kann. Und da hast du sofort Probleme bekommen. Das bedeutet, mit dem Outfit rumlaufen in einer fremden Straße ist wie die Mutter zu beleidigen. Es ist genau dasselbe. Du kannst in ein T-Shirt rumrennen und Mutter beleidigen oder du kannst im Carlo rumlaufen und nichts sagen, ist dasselbe. Weil die Leute fühlen sich provoziert an. Sagen, ah, klar, ey, machst du hier Faxen, ja?
Nur wegen Pullover, Digga. Ja. Nur wegen Pullover und wegen Outfit. Und was noch, sie da quatschen und so. Noch was, ein Thema mit Carlos. Wir haben nie bunte Carlos getragen, ne? Nein, auch was er sagt, die goldenen Carlos. Nein, Mann, das ausnahmsweise haben das ein paar Leute getragen. Ja, aber wir haben nie bunte Carlos getragen. Nie. Also sehr, die Gangbanger sozusagen, die Kinex. Genau. Wenn, dann haben wir zweifarbige Carlos getragen, zum Beispiel schwarz-rot, schwarz-weiß, schwarz-gelb. Aber diese Gold, was sie sagen, das waren die beliebtesten, war nicht die beliebtesten. Das waren die, das hat sich keiner für die so richtig interessiert. Ab und zu hatte man so, ja, okay. Wer hatte aber denn die bunten Carlos getragen in den späten 90er? In den späten 90er? Also ich weiß ja, nicht. Ja, waren halt keine Gangbanger, ne? Waren sozusagen, kann man sagen, Opfer? Ja, ab und zu, nein, auch nicht. Ab und zu hatten den schon, den bunten. Aber das waren nicht die begehrtesten. Das waren nicht die begehrtesten. Aber wir wollten als Kinex, ich weiß noch, wir als Banger wollten ja damals immer in Clubs rein. Und Carlo war ja so eine Art ein bisschen Banger, aber trotzdem so ein bisschen edel und wir wollten ja nicht auffallen. Naja, im Endeffekt war Carlo dann, wo wir dann in den Club gegangen sind, mit 18, was war das? War doch Anfang. 18 war so 2000, ja, 2001, 2000. Ja, als wir Club gegangen sind. Da war ja der Trend darum, dass es nur Gangbanger tragen, ist ja wieder runtergegangen. Deshalb hat Electro Steve auch das im Club getragen. Mhm. Und wir wollten schick aussehen. Und es war einfach geil, die Haare zu kämmen nach hinten. Ja. Ja. Braun gebrannt. Der Schnitt von dem Carlo, die heutigen Carlos haben den falschen Schnitt, die sind ja voll eng an den Schultern und so. Du hattest ja trotzdem bei Carlos und Drop Size, also an der Seite sind die runter. Weißt du, und das hat dich automatisch breiter gemacht und es sah edel aus. Wir wollten edel und krass gleichzeitig aussehen. Deshalb haben wir die getragen und weil die teuer waren, die Statussymbol waren. Und weil die einfach zu waren zu klauen. Derzeit. Genau, weil einer hat geschrieben, wie konnte man sich als Jugendlicher Carlos leisten? Ja, entweder hast du irgendwie Geld aufgetrieben haben früher, oder du hast sie geklaut. Ja, zum Beispiel Schneglitz wurde sehr. Hast du abgezogen, auch oft. Und damals gab es auch keine Fälschung, also alle, die gesehen hast, waren original. Mhm. Und was Said sagt, ich glaube, Said war das, dass da Löcher immer an den Carlos waren, das stimmt. Ja, weil die immer. Ich weiß noch, vom Payne damals. Ne? Payne hat die doch immer damals geklaut gehabt und dann musste man diese Alarmdinger rausschneiden. Genau. Payne hat viele Carlos gekauft. Ja. Reck auch. Ich habe zum Beispiel viele von Reck gekauft. Dicker, der Laden muss ja am Ende in Steglitz schließen, weil einfach nur, da wurde mehr geklaut als eingekauft. Ja, man hat in Steglitz geklaut, also von unserer Seite, von Südberlin und am Kudamm. Mhm. Haben wir geklaut. Aber Carlos habe ich mich nie getraut zu klauen. Das war so, boah, das war teuer. Ja, wir aber nicht, ja, man, genau. Ja, Payne hat geklaut, Reck haben geklaut, die Carlos. Und so sind man in die Dinge gekommen. Oder bist ein Typ wie Steve? Ja. Das von seinen Eltern bekommst. Ich meine, ich kann mich auch erinnern, dass du damals auch viel gearbeitet hast, dass du dir die auch leisten konntest. Ja. Das war ja damals so, warst ja sehr, damals schon sehr tüchtig. Ich doch auch, ich war auch im Restaurant gearbeitet. Genau, wir haben ja gearbeitet und dann konnten wir uns selber die Sachen kaufen. Also wir haben, Leute, wir haben auch echt schon mit jungen Jahren angefangen zu arbeiten. So ab 13 schon immer so ein bisschen Taschengeld gearbeitet und so. Ja, und das ist deshalb so, dann nehme ich aus dieser Scheißreportage raus, Alter. Ich aus dieser Scheißreportage raus. Okay, das heißt, wir halten fest, das war in den Mitte der 90ern, war so diese Banger-Zeithosen in den Socken hin und her und Carlos hatte man halt, schlichte Carlos hatte man getragen. Reebok Classic oder Jordan 11er. Ja, Jordan 11er haben halt eher so die Basketballer getragen, aber auch Basketball-Banger. Aber der komplette Outfit war Reebok Classic. Mhm. Und dann, das war der komplette Mitte der 90er Gangbanger. Und dann später sagtest du, wann kam der andere Hype, als es Bushido dann sozusagen bei Carlo Cooks Nutten mit Flair zusammen, oder wie? Der zweite Hype kam dann, als die Sprüher wieder ein bisschen angefangen haben, mehr Gangbanger zu sein, dann den auch getragen haben und die echten Gangbanger weniger Carlos getragen haben. Ja, die sind ja dann zu La Martina gegangen. Kannst du dich erinnern? La Martina? Diese Hemden mit der Zahl drauf. Warte mal. Aus wie Polosport. La Martina Hemden. Das war der nächste Step zu Carlo Colucci. Carlo Colucci haben die Gangbanger nicht mehr getragen, da haben sie Hemden getragen wie, von La Martina. La Martina, wie schreibt man das? L.A. und dann Martina. Kennst du, ich hatte viele davon.
La Martina. Hemd. Hemd. So Polospieler. Oder zwei. Ah! Krass! Ja, ja, diese Leute, guck mal. Das haben die Banger dann in der Anfang 2000er getragen. Und sagen wir jetzt, die Sprüher und so ein Elektrosief, die Normalos, haben sich dann getraut, Carlos zu tragen. Dann fing 2000 an. Und dann ist so ein Opfer wie Bushido hat Carlo getragen. Ja, ey, Digga, das ist so krass erklärt. Ey, das ist ja wirklich Retalk. Leute, da müsst ihr mal reinziehen, wie es wirklich war. Alter, also du sagst dann, Anfang 2000er haben die Leute sich getraut, wie Steve oder Bushido, Carlo zu tragen, weil wir Banger keinen Bock mehr drauf hatten. Genau. Krass. Ja, ich will mich jetzt nicht als Banger nennen, aber ja, generell die Gangster in Berlin gesagt haben, nein, wir sind jetzt noch schicker als Carlo, wir tragen Hemd, aber Marco, ja. Wir tragen Hemd, La Martina. Auffällig, auch La Martina war auffällig. Wir drei hier, 33 da, bam, hinten, dank. Ja, und dann hat man es so getragen. Das war der nächste Step. Krass, Digga. Es gab natürlich noch Banger, die das getragen haben. Aber die echten Gangster haben gesagt, ey, fuck, jedes Kind rennt jetzt mittlerweile rum. Alle können wir auch nicht abziehen. Ja, egal, ja, wir machen was Neues. Krass. Und wie sieht's dann aus mit Picaldi-Hosen und so? Cordon Sport? Picaldi kam dann. Cordon Sport wurde auch oft getragen. Ja, klar, war auch Gangster. Aber meiner Meinung nach auch nicht lange. Wurde nicht lange Cordon getragen. Und dann sind die Leute von Diesel auf Picaldi gegangen, weil Diesels Zettel hatte immer nur eine Farbe oder zwei Farben. Mhm. Picaldi hat gesagt, wir übernehmen den Schnitt, diesen Karottenschnitt und machen mehrere Muster und mehrere Schnitte. Und deshalb sind die Leute zu Picaldi gegangen und haben Picaldi geholt, weil die Schnitte dieselbe waren, aber es gab die Hose in weiß, die Hose in schwarz, die Hose mit Waschung hier. Haben wir gesagt, geil, und ist billiger als Diesels Zettel. Diesen Zettel hat 120 Mark gekostet oder 120 Euro. Ja. Picaldi hat aber nur 40, 50 Euro gekostet. So ja, Jackpot. Stimmt. Und deshalb sind wir zu Picaldi gegangen und haben Picaldi da gekauft. Krass. Ja, und das war, Picaldi war auch Anfang der 2000. Oder, nee, würde ich nicht mal sagen. Es war so auch so 98, aber so 95, 94, 95 hast du diesen Zettel getragen. Kam nichts vorbei. Da gab es nicht mal, glaube ich, Picaldi hatte. Und Picaldi hat ja original den Gangbanger. Die haben einen Pullover gemacht, die hatten einen Schnitt wie Carlo Colucci. Nicht von den Farben, aber der Schnitt war derselbe. Ja. Die hatten Lederjacken mit Picaldi, weil die gesagt haben, okay, die klauen Cordons. Also die haben Picaldi geklaut, Cordon. Ja. Und dieses Zettel. Die haben im Endeffekt alles so geklaut. Hätte noch gefehlt, dass sie Reebok Classics machen. Also Picaldi war richtig Gangbanger-Mode. Aber für das breite Publikum gemacht, für Nomados auch. Weil jeder ist ja da mit Picaldi rumgelaufen. Ja, ja, jeder. Wie sieht's denn aus mit den Schuhen, mit Air Force One und so? Wann sind wir denn damit rumgelaufen? Air Force One? Ich glaube, Air Force One habe ich nie richtig getragen. Wir haben Air Max getragen. Mit den 90er getragen? Ja, und wie ist nochmal die hinten mit diesem, waren auch die Banger-Schuhe mit hinten, mit so einer Polsterung, Alter. Chat, wisst ihr, was Hengst meint mit so einer... Shocks, Air Max Shocks. Wie sowas? Die hatten hinten so eine fette Polsterung, so zwei Dinger. So. Shocks, ja, Shocks. Ja, Shocks haben die getragen. Guck mal nach, gib mal einen Shocks. Das ist ein Flashback. Das waren die Banger-Schuhe aus Neukölln. Picaldi hat von Diesel den Style geklaut. Ja, das hat Hengst ja gesagt. Shocks. Ja. Du musst auf dich, guck dir die an. Ja, ja. Krass. Ja, wenn du die haben wir zusammen mit, wie heißt nochmal, mit Dingser getragen. Mit Reebok Classics. Welche hatten die aber gehabt? Ich weiß nicht, sehr. Die hatten schwarze. Wir hatten die ersten, die rauskamen. Das waren die ersten auch Banger-Schuhe, die man in Neukölln viel getragen hat. Das war aber auch schon Anfang 2000er, glaube ich. Die Schuhe konntest du auch nur tragen, wenn du ein Banger bist. Das heißt wieder, wer will Stress mit mir? Das ist, als ob du auf der Straße rumschreist. Wer will sich mit mir fighten? Genau das hat das ausgesagt. Ich glaube, die haben auch gesagt, ja, wir wollten zeigen, dass wir Geld haben. Wir wollten so aussehen wie die Reichen. Was quatschen die da für Müll, Digga, Alter? Wir wollten nicht aussehen wie die Reichen, Alter. Wir wollten krass aussehen. Wir wollten stylisch aussehen. Und nicht wie ein Reicher aus Schwabenland, Alter.
Das ist eine totale Schwachsinnskacke, Alter. Der Einzige, der da einigermaßen gut geredet hat, war Said, Alter. Aber Said ist auch aus unserer Zeit, der kennt sich damit aus. Ansonsten, Alter, die Mülleimer blinken mich, wollen, dass ich retweete. Mal als Maul. Krass. Ja, ja. Alter. Ey, das ist krass, Flashbacks, Alter, jetzt ja. Bekommen. Ist krass, ne? Ist wirklich krass. Also, ist wirklich Real Talk, wie es wirklich war. Das hast du ja komplett die Doku in den Sand gesteckt jetzt damit. Alter. Natürlich weiß ich auch nicht alles. Und hin und her. Und jeder hat anderes, eine andere Erinnerung dran. Oder es gibt Leute, die es vor mir da und da gesehen haben. Ja, klar. Aber ich rede jetzt, weil die reden über Rap, von wo das Rap hat. Ja, und genau so kam das zustande. Ja, kann sein, dass er jemanden Marzahn den Style zuerst hatte. Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Ich sag dir nur aus meiner Erfahrung und sonst war interessant, die Doku zu sehen, aber halt, dass sie mich als Foto, da hat mich, ey, hat mich aufgeregt. Normalerweise scheiße ich auf sowas. Digga, warte mal ganz kurz, ich ruf dich mal an. Über Dingsus, über WhatsApp, ganz kurz. Hallo YouTube, hallo Twitch. Was geht ab, Motherfuckers? Ihr Motherfuckers. So. Ah, du hast die Harley Hansen-Jacke, ja? Nee, das ist eine Retro-Nike-Jacke aus den 2000ern. Aber nee, das ist, glaube ich, Tommy Hilfiger. Die ist richtig oldschool. Die habe ich in so einem Vintage-Laden gekauft. Aber, Dicker, wann haben wir Harley Hansen getragen eigentlich? Oh, Harley Hansen, wann war das? 93? 91, 93? Unfassbar, ne? Wir sind so alt, Digga. So, ich muss los, Digga, Alter. Okay, Digga, hau rein. Du musst... Ey, unfassbar, oder?